Lieben, so, jetzt habe ich endlich mal geschafft, ein Ringlicht zu kaufen. Ich wollte ja schon länger ein Ringlicht kaufen und hatte ja schon mal ein Video online gestellt mit so einer, das war auch so ein LED-Ringlicht mit ein paar 24 LEDs, aber nicht zu vergleichen mit dieser Ringleuchte, die ich jetzt von JJC oder GGJJC, glaube ich heißt es, für ungefähr 50 Euro käuflich erworben habe über Amazon. Link setze ich euch mal unten rein. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, das ist eine dimmbare LED-Leuchte. Die kommt mit verschiedenen Adaptern. Ich habe auch nicht gewusst, ob es bei mir drauf passt auf die Kamera oder nicht. Aber es ist ein Ring mit 55er Durchmesser dabei, denn ich habe ja die Sony Alpha 55 und bin super zufrieden damit. Ich kann jetzt meine Food Hauls in der Küche drehen oder auch Kochvideos für meinen anderen Kanal Katis Welt TV und bin ich total zufrieden jetzt. Ich zeige euch dann im Anschluss noch Videomaterial und auch Bildmaterial, wie sich das mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen gestalten kann. Und ich habe jetzt im Moment zwar noch meine zwei schwachen Tageslichtlampen jeweils für 20 Euro an, plus die LED-Leiste, LED-Ringlicht von vorn, denn das wird ja, der Adapter kommt vorne auf die Linse draufgeschraubt und dann kann es losgehen. Nachdem dieses Ringlicht nur mit vier kleinen Batterien zu betreiben ist, könnt ihr eigentlich gleich loslegen. Das finde ich super praktisch, denn ihr habt nicht noch einen Ständer hier. Ich habe ja hier schon vier Ständer stehen. Einmal von den Lampen zwei Stück, dann noch der von der Kamera und der vom Mikrofon, vom Rode Videomic. Und noch ein fünfter, also irgendwann geht mir auch der Platz aus und ich habe ja kein Fotostudio hier, sondern mache das ja alles nur hobbymäßig, deswegen, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich bin total geflasht, mit welchen Effekten man da jetzt filmen kann, Videos machen kann. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, mein Display von der Sony Alpha 57 wird nach unten ausgeklappt und das fokussiert ja mit und es hat ja vier so Aussparungen, wo die Batterien drin liegen. Deswegen sehe ich jetzt mein Display nicht mehr, aber das macht nichts. So kann man ja in Ruhe filmen dann. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Ich finde keinen Minuspunkt. Man kann das Licht wirklich sehr, sehr hell einstellen oder auch dunkler. Und auch für Ecken, wo man wirklich kein Licht hat, finde ich das klasse, denn es gibt überhaupt keine Schatten, da die Lichtquelle komplett um die Linse rum gelegt ist. Und deswegen, das finde ich super schön. Ich leuchte ja meine Videos gerne heller aus und mache da alles ein bisschen mit viel Licht. Also ich mag das ja sehr gerne, obwohl dann viele immer schreien, Hilfe, überbelichtet. Aber ich finde es einfach schön und ich mache es natürlich auch so, wie es mir am besten gefällt. Naja, jetzt bin ich auf euer Feedback gespannt. Es gibt ja von Valimax große Ringleuchten, die so diese tollen Kreise in die Augen zaubert. Und da war mir aber 200 oder 300 Euro auf jeden Fall heute zu viel, das Geld auszugeben. Von daher, mit ca. 50 Euro seid ihr hier dabei. Die habe ich mir kommen lassen, werde ich auf jeden Fall behalten und auch gut für in der Küche zu filmen. Da habt ihr das gleich alles dran. Ihr braucht nicht extra noch Lampen woanders hinschleppen, wenn es mal schnell gehen muss oder ihr auch mal draußen im Dämmerlicht vielleicht Makroaufnahmen von Pflanzen oder Produkten im Haus. Da ist es super ausgeleuchtet. Also ich finde es genial für kleines Geld. Und wer mir da zustimmt, kann mir gerne unten was in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt lasst euch ein bisschen von meinen Bildern inspirieren. Und vielleicht ist ja für euch auch was für eure Kamera. Und dann danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, meinen Kanal zu abonnieren, dann könnt ihr das hier machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kati.